Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den LG 27GN750B Ultra Gear IPS Gaming Monitor. Ein sehr interessanter Zockermonitor aus dem Hause LG, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbetrifft, wie ich finde. Wir haben hier eine schöne Größe und durchaus ansehnliche Eigenschaften von diesem Monitor zu einem Preis, den ich persönlich in der Tat als fair bezeichnen würde, ja. Und der richtige Zockermonitor ist auf jeden Fall mit Bedacht gewählt. Ich gebe dir auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps für deine Augen mit auf den Weg, denn heutzutage leiden viele Leute unter Kopfschmerzen oder trockenen Augen, wenn sie zu lange auf Bildschirme schauen. Und da gibt es so ein paar Tipps, die ich dir gerne mit auf den Weg gebe, die dir da vielleicht weiterhelfen. So, was den LG 27GN750B Ultra Gear IPS Gaming Monitor anbetrifft, so würde es in der Tat Sinn machen, dass wir uns hier zunächst einmal die technischen Eigenschaften genauer anschauen. Ach ja, das Amazon-Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne mal anschauen. So, was haben wir hier? 68,58 cm in Klammern 27 Zoll LED-Monitor in nahezu rahmenlosem, schlankem Design. Ultraschnelles Full HD IPS-Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 1 ms in Klammern GTG und 240 Hz Bildrate. Das ist wirklich, wirklich schnell, wie ich finde. Das kann sich schon sehen lassen. Kompatibel zu Sync und Nvidia G-Sync, dazu HDR10, Black Stabilizer und verschiedene Game-Modi garantieren Spielspaß ohne Bildausreißer oder Ruckeln. Ja, so ein Gaming-Monitor kann durchaus Sinn machen, die sind eben für Zocker extra ausgelegt, ja. Es gibt auch viel Gaming-Zubehör, wo man sich immer die Frage stellt, macht das jetzt wirklich Sinn, das zu kaufen oder nicht? Aber bei so einem Gaming-Monitor gibt es wirklich Eigenschaften, die, wie ich finde, das Zocken definitiv komfortabler gestalten können. Geringste Latenz durch Dynamic Action Sync in Klammern DAS Mode für Echtzeitkommandos ohne Signalverzögerung. Ja, wie bereits gesagt, Schnelligkeit sehr wichtig. On-Screen Control Bedienung per Maus, My Display Presets für programmabhängige Bildvoreinstellungen inklusive 4 Screen Split in Klammern Unterteilung des Bildschirms in bis zu 4 Teilbereiche unter Windows/Mac. Das ist natürlich cool, gibt auf jeden Fall Situationen, wo das Sinn machen kann. Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Foto, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto und andere. Ja, und auch noch einige andere Aspekte sind hier am Start. Die kannst du dir natürlich alle auch mal in Ruhe und Frieden selbst durchlesen. Wenn ich mir das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Zocker-Monitor anschaue, dann ist das in meinen Augen durchaus wirklich ein interessantes Angebot. Ich finde, das ist fair gestaltet. Das ist aber auch nur meine Meinung, ja. Da muss einfach jeder selber wissen, was er von einem Zocker-Monitor erwartet. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Gaming-Monitore und natürlich auch normale Monitore auf dem Markt. Also schau einfach mal, was da am besten zu dir passt. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des Monitores beziehen und das macht auf mich persönlich in der Tat einen fairen Eindruck. Wie bereits gesagt, nur meine persönliche Einschätzung. Das Amazon-Angebot zu diesem Zocker-Monitor werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also gerne einmal anschauen. So, jetzt noch zu den Tipps für deine Augen. Ja, wirklich sehr wichtig. Hier kann ich dir die sogenannte 20-20-20-Regel mit ans Herz legen. Was bedeutet das? Nun ja, alle 20 Minuten, also wenn du halt am PC arbeitest oder zockst, was auch immer, dann alle 20 Minuten für mindestens 20 Sekunden draußen auf ein Objekt schauen, was mindestens 20 Fuß entfernt ist, ja. Damit kannst du deine Augen in Sachen Weitblick halt trainieren. Früher waren wir Menschen viel, viel häufiger draußen unterwegs und haben da auch halt mehr in die Ferne geschaut. Heutzutage schauen viele Leute zu lange auf kurze Distanzen auf Bildschirme, ja. Und da ist es zum Ausgleich eben sehr wichtig, dass du immer noch den Weitblick hast. So kannst du nämlich deine Augen
regelrecht trainieren und ja, darüber hinaus natürlich auch häufig draußen spazieren gehen für 1, 2 Stunden am Tag kann auch sehr hilfreich sein. Darüber hinaus das Thema Beleuchtung bitte nicht vernachlässigen. Ja, das Thema Beleuchtung wird häufig vernachlässigt. Leute sagen, okay, ich ziehe einfach die Gardinen zu, mach Kunstlicht an und dann läuft das schon. Würde ich dir nicht empfehlen. Ich würde dir empfehlen, vom Tageslicht zu profitieren. Das ist für Augen und fürs generelle Wohlempfinden meistens viel angenehmer. Es ist nicht immer einfach, sein Zimmer so einzurichten, dass das auch gut funktioniert, ja. Aber die Zeit und die Mühe lohnt sich, wie kann ich dir auf jeden Fall sagen. Natürlich ist es nicht den ganzen Tag hell genug, da kann man zur Unterstützung zum Beispiel noch eine Stehlampe zusätzlich verwenden, ja. So, was den LG 27GN750B Ultra Gear IPS Gaming Monitor anbetrifft, so gefällt mir persönlich das Preis-Leistungs-Verhältnis echt gut. Ist aber auch nur meine Einschätzung, also mach dir noch dein eigenes Bild dazu. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Alles Gute, ciao.